wie man ein britisches Unternehmen mit einem Handelsvertreter strukturiert. Wahrscheinlich ist es verwirrend, wenn Sie zunächst sehen, dass das Vereinigte Königreich mit einem 4-3-2-1% Steuersatz gefördert wird, obwohl der offizielle Körperschaftssteuersatz in Großbritannien bei rund 20% liegt. Nun, in diesem Video zeigen wir Ihnen, dass wenn Sie Ihre UK-Unternehmensstruktur mit einer Holdings- und einem Handelsvertreter strukturieren, Sie diesen Steuersatz von 20% auf nur 4-3-2% oder sogar nur 1% reduzieren können. Die meisten Menschen, die ein Unternehmen in England gründen, starten einfach eine Firma und leiden dann unter einem Steuersatz von 20%, was noch recht günstig im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist, aber sehen wir uns an, wie wir noch weniger zahlen können. Erstens, bevor Sie ein britisches Unternehmen gründen, müssen Sie eine Holding in Gibraltar einrichten. Dieses Unternehmen hält 100% der UK-basierten Firmenanteile. Die Gibraltar-Unternehmen erarbeiten eine Vereinbarung, welche besagt, dass die britische Gesellschaft für die weltweite Wirtschaftsförderung verantwortlich ist und eine Provision von 5% für alle verrichteten Arbeiten erhält. Fazit: Wenn Ihre Kunden 100 Euro an die britische Firma zahlt, zahlen Sie 95 Euro, wie nach Vereinbarung, an Gibraltar und 5 Euro werden in Großbritannien bleiben, auf dem eine Steuer von 20% angewendet wird. In Gibraltar werden keine Steuern erhoben und letzten Endes beträgt Ihr Steuersatz nur 1%. Bei Fiduswiss gründen wir nicht nur Gesellschaften in Großbritannien und Gibraltar, wir gründen auch Unternehmen in 25 Ländern auf der ganzen Welt und wir sind spezialisiert auf Offshore-Gesellschaftsgründung, Onshore-Unternehmensgründung, Bankkonteneröffnung, Konzern- und Foundation-Dienstleistungen, administrative und Büroservices, Treuhand- und Treuhanddienstleistungen.